Es ist eine Premiere für Oberösterreich Fußball. Zum ersten Mal zeigen wir einen Spielbericht der LT1 Oberösterreich-Liga Frauen. Und da ist gleich Derby-Time angesagt, das Damenteam des LASK gegen die Spielgemeinschaft Steyr. Beide Teams stehen vor der Partie in der Tabelle punktegleich da. Schon in der Anfangsphase ist klar, die Linzerinnen wollen die 3 Punkte unbedingt holen. In Minute 11 die erste Chance. Nadine Wiener versucht es mit einem Lupfer, der geht aber über das Tor. 2 Minuten später fehlen dann Selina Prieler ein paar Zentimeter nach einem guten Pass aus dem Mittelfeld. In Minute 27 dann aber die erste Torchance für die Gäste nach einem Foul an Anja Söllner. Beim darauffolgenden Freistoß tritt Sarah Angerer an und sorgt für den ersten Torschuss der Elf von Ex-LASK-Profi Jürgen Panis. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte versuchen es die Lasklerinnen dann ebenfalls mit einem Freistoß, auch wenn diese Distanz für Kapitänin Katharina Meyer wohl etwas zu weit war. Schiedsrichter Asim Basic schickt die Teams gleich im Anschluss daran torlos in die Pause. In der zweiten Halbzeit spielen dann nur noch die Linzerinnen. Jana Kofler versucht es in Minute 50 aus der Distanz. Die größte Chance der Partie hat dann LASK-Kapitänin Katharina Meyer. Sie trifft in Minute 52 die Querlatte. Das Heimteam ist über 90 Minuten klar überlegen, aber es gelingt ihnen einfach kein Tor. So auch in Minute 83. Jana Kofler kann die Linzerinnen erneut nicht erlösen. Der Endstand 0:0, 2 verlorene Punkte für die LASK-Damen und 1 gewonnener für Steyr. Wenn man beim LASK spielt, ist natürlich immer der LASK-Favorit, ist kein Thema gewesen. Wir haben gesagt, wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen, das ist uns gelungen, natürlich mit der defensiven starken Leistung. Wir würden lügen, wenn wir jetzt sagen würden, wir sind da heute nicht mit der Einstellung reingegangen, dass wir die Partie unbedingt gewinnen wollen. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir einfach wirklich am Ball oder im Ballbesitz klar stärker waren. Wir haben klar mehr Torchancen gehabt, wir haben denen wirklich keine Chance lassen. Dennoch muss man einfach ganz klar sagen und auch ganz ehrlich anerkennen, dass Steyr mit einer sehr, sehr guten Defensivleistung aufgetreten ist.